Das ist die Adresse. Die Karte für Einbrüche, bitte. Ja, verstanden. Wie sieht die Situation aus? Vor ungefähr 20 Minuten sah der Informant zwei Einbrecher auf seiner Videoüberwachung. Und es besteht der Verdacht, dass sie einen Roller gestohlen haben. Signalement: drei Junge mit Jogginganzügen und Helm. Im Moment haben wir nicht mehr. Auf dem Signalement ist eine farbige und eine weiße Person. Es sind schon Kollegen vor Ort. Ein Einbruch in einer Villa oberhalb von Lausanne. Alltag der Waadtländer Polizei. Das passiert etwa 20 Mal pro Tag im Kanton. Die Forensiker sind bereits da, um Spuren sicherzustellen. Man hält die Erkenntnisse fest und die Zeugenaussage des Opfers. Ach, verdammt. Da fehlen noch Sachen. Mist. Ich glaube, die haben den Computer mitgenommen. Der Roller stand dort. Die Helme waren drin. Ich denke, dass sie sie benutzten. Sie nahmen die Helme, den Schlüssel und die Papiere, die dazugehören. Gehen Sie nicht rein, um die Spuren zu sichern? Doch, sofort. Wie bei CSI werden sorgfältig die Fingerabdrücke genommen, die Spuren der Täter. Ich habe den Abdruck der Spitze einer Handfläche genommen. Wir haben also einen Teil eines Handabdrucks. Das ist eine relativ gute Spur. Man kann die Rillen gut sehen, die kleinen Linien auf der Hand. Diese Spuren erlauben es, die Diebe zu identifizieren und sie mit den Delikten in Verbindung zu bringen. Plötzlich ist draußen ein Roller zu hören. Die Einbrecher sind aus ihrem Versteck gekommen und versuchen zu fliehen. Da geht's hinauf. Wenn es wieder abwärts geht, müsst ihr euch beeilen. Kommt zurück! Wenn es dort runter geht, gibt's einen Aufprall. Kommt zurück! Die Polizeiautos nehmen sofort die Verfolgung auf. Aber die Mühe ist vergeblich. Die Diebe entkommen. Diese Serieneinbrüche sind schwer zu stoppen. Die Polizei kommt immer zu spät. Deshalb versuchen jetzt einige Polizeikorps, die Delikte vorherzusehen, um so den Einbrechern zuvorzukommen. In Zürich, Los Angeles und Mailand ist diese Vorhersage von Verbrechen keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität. Zürich. Hinter den traditionellen Fassaden ist eine unsichtbare Revolution im Gange. Dank mathematischer Formeln kann die Polizei die nächsten Verbrechen vorhersagen, bevor sie überhaupt begangen werden. Pre-Cops, Pre-Crime Observation heißt dieses System. Dieser Mann hat die Installation im Jahr 2013 geleitet. Daten über frühere Einbrüche wurden in den Computer eingegeben. So konnte ein Muster berechnet werden. Die Idee, dank der Vergangenheit kann man die Zukunft vorhersagen. Wie ist ein Täter vorgegangen? Welche Spuren hat er hinterlassen? All diese ermittlungstechnischen Informationen kommen in das System der Polizei. Wichtige Eckdaten kommen dann zu Dominik Barlock, dem Chef des Lagezentrums. Das System Pre-Cops analysiert Einbrüche und stellt eine Prognose für unmittelbare Folgeeinbrüche. Das Vorausschauensystem nützt vor allem dort, wo man halt ein Muster hat. Ein Muster ergänzt sich über die Zahl der Delikte. Also im Bereich der Massendelikte, das sind in der Regel Vermögensdelikte. Bei Taten wie zum Beispiel beim Gewaltverbrechen, wo sehr häufig halt Emotionen dahinter sind, spontan sind, dort kann das System das nicht leisten. Einbrüche sind für ein Pre-Cop-System besonders geeignet. Wenn man die Stadt Zürich anschaut, von oben, 90 Quadratkilometer Fläche, über 400'000 Einwohner, 200'000 Wohnungen,
stellt man fest, man hat jede Menge Ziele und entsprechend viele Einbrüche. Und wenn man so schaut, hat man das Gefühl, die finden überall statt. Wenn man die Neuronen schaut, im unteren Bildschirm, stellt man fest, dass die nicht gleichförmig verteilt sind über die Zeit, sondern dass es zu Schwerpunkten kommt. Wir sagen dem Hotspot. Wir sehen dann, wie gesagt, dass es in diesen Schwerpunkten zu Gebieten kommt, wo es vermehrt zu Folgedelikten von Serientätern kommt. Wenn man in so einem Gebiet einen ersten Einbruch feststellt, tut die Maschine eigentlich die Eckdaten von dem Einbruch analysieren und schaut, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für ein Folgedelikt genau in diesem Prognosegebiet. Dieses Phänomen der zeitnahen Wiederholung ist statistisch bewiesen. Es basiert auf dem menschlichen Drang nach Gewinnmaximierung. Wenn ich jetzt in den Wald gehe und einen schönen Pilz finde, dann gehe ich auch nicht zum nächsten Feld und hole irgendwo einen, sondern ich grase in das Feld ab, solange ich mich da sicher fühle. Ähnlich geht ein Einbrecher vor. Wo bleibt die Erfahrung der Polizisten? Wird die ganze Verantwortung an die Maschine übergeben? Das Know-how stammt von Menschen, aufgrund des Täterverhaltens und das Wissen, das wir uns angeeignet haben. Das System filtert dann einfach stark filtern anhand dieser Merkmale und macht einen Vorschlag. Der Mensch muss aber immer entscheiden und sagen, ist das jetzt eine gute Prognose oder eben nicht. Kann man sie rausgeben, wenn wir jetzt hier Leute einsetzen oder wenn man das nicht? Das ist also der Mensch, der entscheidet. Die Merkmale hat man eigentlich eingepflegt, zusammen mit den Ermittlern, wo man bestimmt hat und gesagt hat, was macht ein Delikt aus, das einen professionellen Täter begeht. Welche Werkzeuge braucht er? Wie ist genau sein Vorgehen? Welche Beute nimmt er mit? Und das ist etwas, was im Normalfall ein Mensch relativ lang hat, wenn er das anschauen will und probieren herauszufinden, ist das jetzt ein Profi oder eben nicht. Und da hilft die Maschine stark, indem sie einfach in Sekundenschnelle, sobald die Daten drin sind, das kann bestimmen, und zwar gerade für die ganze Stadt. Wenn die Maschine Prognosearbeit gemacht hat, der erfahrene Polizist verifiziert, dass wir da ein höheres Risiko haben, machen wir so einen Ausdruck, wo wir nachher den Frontpolizisten abgeben, damit sie in diesen Gebieten arbeiten können. Folgedelikte sind innerhalb von 1 bis 2 Tagen am wahrscheinlichsten. Wen oder was sie kontrollieren, entscheiden die Patrouillen selbst. Laut Zürcher Polizei gibt es im Durchschnitt seither bis zu 25% weniger Delikte. Wirklich kausal nachweisen lässt sich das nicht. Das Problem, wie kann man den Erfolg für etwas messen, das gar nicht stattgefunden hat? Wenn ich jetzt den Einbruch nehme und ein Folgedelikt erwarte, dann ist natürlich klar, der Erfolg eigentlich ein Delikt, das kommt. Dann hätte die Maschine nämlich recht gehabt, sie hätte gut berechnet. Genau das Delikt wollen wir aber verhindern. Und das ist jetzt eben eine Situation, eigentlich eine unangenehme Situation, in der wir uns drinnen befinden. Weil der Bürger will, dass das nicht stattfindet. Der Wissenschaftler oder der Analytiker will eigentlich, dass das stattfindet, um zu zeigen, meine Maschine hat gut gerechnet. Und der Polizist wird am liebsten einen Täter verhaften. Ein Computer macht Prognosen für die Polizei. Wie funktioniert er? Um das System besser zu verstehen, begeben wir uns an die ETH Lausanne. Hier erlauben es die heutigen Rechner, enorme Massen von Informationen zu verarbeiten. Das Schlüsselwort heißt Algorithmus. Kaum jemand weiß, was das ist. Und doch sind sie überall. Wir haben den Direktor des neuen Bundeszentrums für Big Data gebeten, es uns zu erklären. Vielleicht beginnen wir mit einer etwas trockenen Definition. Ein Algorithmus ist eine endliche und unzweideutige Abfolge von Anweisungen, die darauf abzielen, ein Ergebnis zu erhalten oder ein Problem zu lösen. Nehmen wir als Beispiel ein Kochrezept. Sie haben am Anfang dieses Algorithmus die Zutaten. Die folgenden Anweisungen bestehen aus Braten, Backen und anderen, um ein vorbereitetes Gericht zu erhalten. Der Algorithmus ist also das Rezept und die Daten sind die Zutaten. Wir ignorieren Algorithmen oft, aber wir benutzen sie jeden Tag. Algorithmen sind in der Tat überall. Bei Facebook beispielsweise ermöglicht der Algorithmus das Erkennen und Zuordnen von Gesichtern. Der Amazon-Algorithmus ermöglicht es, Ihnen Produkte für den Kauf vorzuschlagen und zu empfehlen. Der Algorithmus erkennt Ihre Präferenzen. Das finden Sie überall. Im Fall der prädiktiven Polizeiarbeit zeigt der Algorithmus eine Wahrscheinlichkeit auf, dass eine Straftat begangen wird. Werden wir eines Tages sogar Gewissheit haben, so wie in dieser futuristischen Serie? Sie werden überwacht.
Die Regierung besitzt ein geheimes System, eine Maschine. Sie spioniert sie aus, Tag und Nacht, ohne Unterlass. Die Maschine sieht alles. Gewalttätige Verbrechen, die normale Bürger wie Sie betreffen. Verbrechen, für die sich die Regierung nicht interessiert. In der Serie Person of Interest ist die Maschine fähig, unser Verhalten vorherzusagen. Nichts entgeht ihr. Sieht unsere Zukunft ähnlich aus? Um das zu erfahren, muss man in die USA reisen. Wenn es einen Ort gibt, wo sich diese Vision realisieren könnte, dann ist es hier in Los Angeles. Hier, wo alles angefangen hat. Es ist Schichtwechsel. Diese Polizisten werden im Quartier Rampart auf Streife gehen. Eines der gewalttätigsten Viertel der Stadt. Territorium der Latino-Gangs und des Drogenhandels. Okay. Next two guys up. Elite. Okay. Yeah. Okay. Okay, Kinder, passt auf. Die Polizei ist schwer bewaffnet, auch wenn sich die Nachbarschaft verändert hat und viel weniger gewalttätig ist als noch in den 90er Jahren. Sergeant Bautista patrouilliert seit 20 Jahren in der Stadt. Er ist Spezialist im Kampf gegen Banden. Seit 5 Jahren hat er einen neuen Spitzel. Sein Name? Predpol. Predictive Policing. Wohin gehen wir? Schauen wir mal nach. Wir gehen in den nördlichen Abschnitt eines unserer Predpol-Gebiete. Bei der 2. und Lucas. Wir wissen, dass in dieser Gegend viel Autoeinbrüche und Diebstähle vorkommen. Und auch Autoklau. Predpol sagt dort also mögliche Verbrechen voraus? Ja, dank alter Informationen, Rapporte, Verhaftungen wissen wir, dass diese Gegend einen höheren Prozentsatz an Verbrechen aufweist. Wir schauen uns jetzt die Risikozone an. Die Maschine hat angezeigt, dass hier etwas passieren sollte. Und tatsächlich, in der Gegend wurde ein verdächtiger Mann verhaftet. Aber der Abend ist eher ruhig. Das Ergebnis, ein Dutzend Polizisten, um einen einzigen Mann zu kontrollieren. Können Sie einer Maschine vertrauen, die Ihnen sagt, wohin Sie Ihre Patrouillen schicken sollen? Ja. Predpol basiert auf unseren eigenen Daten der letzten 10 Jahre. Wenn ich Nein sagen würde, würde das heißen, dass die Polizeirapporte falsch sind. Das sind sie nicht. Deshalb muss die Information richtig sein. Sie basiert auf unseren Daten aus 10 Jahren. Captain Noltis Team hat die Geschichten vergangener Verbrechen in die Maschine eingegeben. Ort, Zeit, Vorgehensweise, Beute. Täglich werden die Daten aktualisiert. Der Algorithmus berechnet dann seine Vorhersagen. Aber funktioniert es wirklich? Das wichtigste Resultat ist, dass zu etwa 10-20% ein Gebiet vorhergesagt wird, in dem tatsächlich ein Verbrechen geschieht. Das System hat also seine Arbeit getan. Wenn ich es nicht verhindere, lautet die Frage, habe ich meine Arbeit getan? Okay. Captain Nolte ist einer der Ersten, der diese Technologie 2011 getestet hat. Jetzt wird Predpol von allen Polizeikorps in Los Angeles verwendet. Die Kosten bis zu $150.000 pro Jahr, abhängig von der Größe der Polizei. In Rampart ist man stolz auf dieses neue Hightech-Tool. Es gibt der Polizei ein Image von Modernität und Effizienz. Und auf dem Papier sind die Ergebnisse da.
Letzte Nacht hatten wir keine Diebstähle, Einbrüche oder gestohlene Autos. Auf dieser Gebietskarte für die letzten 24 Stunden hatten wir nichts. Das Wunder Predpol? Ja, das Wunder Predpol. Wenn du in der Gegend präsent bist, wird das Verbrechen verhindert. Das glauben Sie? Ich glaube das wirklich. Je größer die Polizeipräsenz, desto geringer die Kriminalität. Das hat sich immer wieder bestätigt, besonders mit Predpol. Ich glaube daran. Nur schon die Präsenz der Polizisten hält von Einbrüchen ab. Die Präsenz in der Zone, wo sie mit Leuten reden oder vorbeifahren. Die Leute sehen das. Und wenn die Polizisten ungefähr wissen, wohin sie gehen sollen, dann ist nur schon eine 10%ige Reduktion der Delikte ein großer Erfolg. Das glaube ich. Man weiß, dass mehr Polizeipräsenz eine abschreckende Wirkung hat. Aber Predpols Algorithmus geht noch weiter. Er nimmt auch zukünftige Verbrechen vorweg. Das System wurde 2010 im Gehirn dieses Professors von der Universität von Los Angeles geboren. Er begann mit einer einfachen Idee. Der Mensch würde seine Verbrechen in der Umgebung wiederholen, so wie es nach einem Erdbeben Nachbeben gibt. In der Tat gibt es bei Erdbeben die genau gleichen Mechanismen. Es gibt auch in Kriminalfällen Hintergrundereignisse und Wiederholungsereignisse oder Nachbeben. Das bedeutet, dass man die Mathematik aus den Erdbebenstudien direkt auf Verbrechen anwenden kann, mit nur geringen zusätzlichen Modifikationen. So wurde die prädiktive Polizeiarbeit geboren. Und dieser neue Ansatz könnte die Polizei von morgen revolutionieren. Für die Leute ist es schwierig, den Gedanken zu akzeptieren, dass der Ort viel wichtiger ist als die Person. Wenn wir an Verbrecher denken, sind wir beeinflusst von den Medien, von Fernsehshows und Kinofilmen. Da geht es immer um den Täter und seine Pathologie. Das führt dazu, dass wir alle glauben, es liegt in der Persönlichkeit des Täters, dass ein Verbrechen geschieht. Aber um herauszufinden, wo und wann die höchste Wahrscheinlichkeit für ein Verbrechen besteht, zählt am Schluss der Ort viel mehr. Und darauf haben wir uns konzentriert, auf den Ort. In Rampart hat Predpol seine Vorhersagen berechnet. Guten Morgen, Rudy. Ich gebe euch die Predpol-Informationen. Hier also wird die Predpol-Karte übergeben. Ja, wir geben sie den Polizisten und stellen sicher, dass die geeigneten Ressourcen in die Gegend mit den meisten Zwischenfällen gehen. Sie gehorchen der Maschine, die sagt, wohin sie die Patrouillen schicken sollen? Ja, prädiktives Policing diktiert uns, wohin wir diese Einheiten schicken sollen. Wir gehen zurück in Richtung einer der von Predpol angegebenen Risikozonen. Ein Dutzend roter Quadrate sind auf der Karte des Bezirks erschienen. Sie sind sehr genau. 150 Meter auf 150 Meter. Und Sergeant Bautista wird tatsächlich zu einer Intervention gerufen. Bandenmitglieder. Das Gericht hatte ihnen verboten, sich zu versammeln. Meine Kollegen haben ein oder zwei Gangmitglieder identifiziert. Sie gingen hin, um sie zu stoppen, und die wollten tatsächlich abhauen. Die Polizisten konnten nicht alle auf einmal erwischen. Sind sie in der Predpol-Zone erwischt worden? Sie waren genau an der Grenze der Predpol-Zone. Aber vermutlich gingen sie die Aid-Straße runter, genau in die Zone rein. Diese Intervention hat also tatsächlich eine Art von Delikt verhindert. Das hätte passieren können. In Los Angeles ist man also davon überzeugt, dass man eine Straftat verhindern kann, noch bevor sie begangen wird. Dies, indem man verdächtige Personen in bestimmten Krisengebieten kontrolliert.
Szenenwechsel. Hunzenschwil im Kanton Aargau. Hier gibt es keine Gangs. Aber dieses friedliche Quartier ist auch eine Risikozone. Ein Algorithmus hat hier die Gefahr von Einbrüchen vorhergesagt. In diesem ländlichen Gebiet benutzt die Polizei das gleiche Pre-Cop-System wie in Zürich. Wenn sie den Beginn einer Reihe von Einbrüchen erkennt, löst die Maschine Alarm für eine Zone aus. Die Patrouillen werden verstärkt. Doch auch hier zeigt sich, dass ein Verbrechen nicht immer verhindert werden kann. Auch wenn die Prognose stimmt. Ich kann mich an einen Vorfall erinnern im Februar. Da hatten wir eine Meldung, ich glaube, es war in Oftringen, dass dort ein Pre-Cops-Alarm ausgelöst hat. Und schlussendlich hatten wir im Verlauf der folgenden Woche hatten wir ein entsprechendes Delikt dort. Wir konnten es leider nicht verhindern, aber es hat sich bestätigt, dass dieses Gebiet einbruchgefährdet ist. An diesem Tag wird ganz in der Nähe ein Alarm ausgelöst. Die Umgebung der Autobahn A1 ist im Visier. Die Risikogebiete liegen oft entlang dieser großen Achse, die Bern mit Zürich verbindet. Sie zieht professionelle Einbrecher an, die hier am schnellsten fliehen können. Wir kommen in das von der Maschine identifizierte Risikogebiet, ganz in der Nähe einer Autobahnausfahrt. Diese große Halle beherbergt ein Recyclingzentrum. Die Polizei im Aargau hat ein weltweit einzigartiges System entwickelt. Wenn die Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen in einer bestimmten Zone besteht, warnt eine App direkt auf das Mobiltelefon, auf die Gefahr hin, die Bevölkerung zu erschrecken. Wir haben uns diese Überlegung am Anfang tatsächlich gemacht. Erzeugen wir Angst oder sogar Panik, wenn wir da Meldungen absetzen über Einbrüche? Wir haben aber gemerkt, dass dies überhaupt nicht der Fall ist. Die Leute sind sehr dankbar über diese Dienstleistung. Wir haben aber bemerkt, dass wir nicht zu viele absetzen dürfen, zu viele Meldungen. Wir sind sehr dosiert damit, wir halten uns zurück und überprüfen auch nach gesundem Menschenverstand, ob es Sinn macht, eine Warnung abzusetzen. Die Chefin dieses Zentrums wurde schon dreimal ausgeraubt. Sie hat auf ihrem Handy eine Polizeiwarnung. Bezirk Zofingen, Warnung nächtlicher Einbrecher. Zofingen, das ist ja nicht weit von uns. Richtige Ratschläge. Haus, Terrassentüren wirklich verschlossen sind. Keine Wertsachen. Schützen Sie Türen, Fenster vor mechanischen. Oder Notruf 117. Wissen Sie, dass es ein Computer, ein Algorithmus hat, das gemacht, also so diese Hotspots gefunden. Ah, ja? Ja. Eine Maschine. Speziell, ja. Ich hätte gedacht, das wären irgendwelche Leute, die das genau analysieren und anschauen. Und das ist schon beeindruckend. Die Deutschschweizer Kantone Zürich, Aargau und Basel-Land, welche die prädiktive Polizei verwenden, finden sie effizient. Andere Kantone wollen nichts davon wissen. Denn die Kriminalität ist in der ganzen Schweiz seit Jahren tief. In der französischsprachigen Schweiz beobachtet man im Moment die Technologie, kauft sie aber nicht. Keines der Polizeikorps verwendet einen prädiktiven Algorithmus. Dies, weil die Vorhersage immer schon ein Teil der Polizeiarbeit war, mit oder ohne Maschinen. Die Bewertung eines solchen Systems ist äußerst kompliziert, da die Zunahme und die Verringerung von Kriminalität von vielen Faktoren abhängen. Wir können nicht einfach sagen, ich habe eine Polizeioperation durchgeführt, Menschen verhaftet und die Kriminalität um 20% reduziert. Es gibt viele verschiedene Faktoren und Methoden der Bewertung. Wir sprechen hier über die Effektivität eines Werkzeuges und nicht über die Maßnahme. Da gibt es eine große Verwirrung. Irgendwo ein Computersystem zu installieren, um zu sagen, dass die Kriminalität um x% gesunken ist, das ist einfach nicht seriös. Olivier Ribaud hat ein anderes System eingerichtet, das noch immer von der Westschweizer Polizei benutzt wird. Ohne einen prädiktiven Algorithmus, aber auch mit der Möglichkeit, Serien von Straftaten zu identifizieren und zu stoppen.
Dies dank der Hinweise und Spuren, die in der gemeinsamen Datenbank der französischsprachigen Kantone eingetragen sind. 2016 wurden 2500 Einbruchserien entdeckt. Etwa ein Drittel konnten wir dank der Materialspuren zuordnen. Wir sehen also, dass die Materialspur in unserer Analyseaktivität dazu beiträgt, dass wir einen besseren Überblick haben, ein besseres Verständnis der kriminellen Phänomene. Die Spuren sind sehr wichtig, seien es die Spuren von Sohlen, DNA oder Bilder. Das erlaubt uns, eine Serie überhaupt zu erkennen. Erlaubt Ihnen das auch eine Vorhersage? Ja, natürlich. Denn von dem Moment an, in dem wir einen Seriencharakter entdecken, werden wir in dieser Serie Muster entdecken und diese Muster werden sich in der Zukunft wiederholen. Es kommt darauf an, was man unter Vorhersage versteht, aber wir sind auf jeden Fall in der Lage, eine Orientierungshilfe zu geben in Bezug auf Tendenzen zu verschiedenen Phänomenen in bestimmten Serien, die entdeckt wurden. Beispielsweise diese Serie von Bankomatbetrügereien, aufgenommen durch Videoüberwachung. Hier ist ein typischer Trickbetrüger, letztlich ein Bankkartendieb, der es auf ältere Leute abgesehen hat. Der Betrüger täuscht vor, dass nach dem Weggehen der Kundin noch eine Banknote herausgekommen ist. Er überredet sie, ihre Karte nochmal einzuführen und nutzt diese Gelegenheit, um den Code zu erkennen. Dann lenkt er ihre Aufmerksamkeit ab und drückt auf Stopp. Die Karte kommt heraus und er stiehlt sie. Dieses Beispiel ist sehr interessant für die Definition der Vorhersage. Um den Bankomaten herum aufmerksam sein, so haben Sie ihn auf frischer Tat ertappt. Ja, genau. Und wie wäre es, wenn Sie dazu noch Pre-Cops hätten, das Ihnen den Bereich einschränkt? Keine Chance in einem solchen Fall. Der eingeschränkte Umkreis hier, das ist Zürich, Schwyz, Interlaken, Genf, Neuenburg und Le Locle. Und wie steht es mit der Privatsphäre? Der Einsatz der neuen Technologien könnte möglicherweise stark in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Sie müssen wissen, dass es Leute gibt, für die eine Untersuchung nicht lustig ist. Wir sprechen hier über Verhaftungen. Wenn wir jedes Mal, wenn uns ein Werbespot ein Wunderprodukt anbietet, von einer Technologie zur nächsten springen würden, brächten wir das System wirklich in Gefahr. Wir würden die Grundfreiheiten unweigerlich gefährden. Dies geht über den Umgang mit polizeilichen Informationen hinaus. Diese Frage kommt zwangsläufig. Grundfreiheiten, ein zentraler Begriff. Dies auch, weil die Polizei über unsere individuellen Rechte viel Macht hat. Pre-Cops arbeitet mit anonymisierten Daten. Denkbar wäre so ein Softwaresystem auch für Verbrechen, bei denen Personaldaten erfasst würden, etwa Drogenhandel oder Milieudelikte. Doch das wäre aus Datenschutzgründen zu problematisch. Wir verstehen die Bedenken, wir verstehen die Ängste. Wenn irgendwo Personendaten im Raum stehen oder gesammelt werden, ist das sehr, sehr heikel. Und dementsprechend haben wir einfach nur Ortsdaten anonymisiert, sodass man an und für sich dann nicht einfach einen Rückschluss auf irgendeine Person ziehen kann. Das Predictive Policing, die vorausschauende Polizeiarbeit, soll eine gezieltere und bessere Prävention ermöglichen. Manche Menschen fühlen sich durch die verstärkte Polizeipräsenz sicherer. Doch bei anderen passiert das Gegenteil. Sie meinen, es drohe mehr Gefahr. In Zürich arbeitet man bislang nur mit Ortsdaten für Risikogebiete, im Ausland bereits mit Personendaten für Risikopersonen und Gefährderlisten. Kommt das in Zukunft auch in der Schweiz? Ich will es nicht ganz ausschliessen. Im Moment sicher nicht. Weil das ist halt ein Präventionssystem. Es wird nicht genutzt für Ermittlungszwecke oder es ist auch kein Fahndungssystem. Und das machen wir rein mit Sachdaten. Und Personen sind da eigentlich nicht relevant. Ja. In Zürich beobachtet ein Mann die Maschine der Polizei trotzdem genau. Und er macht sich Sorgen. Ich denke, diese Gefahr ist real, weil wir übergeben dem Computer immer mehr Entscheidungen und wir hinterfragen diese Entscheidungen gar nicht mehr. Also der Algorithmus
bestimmt und wie vielfach glauben wir der Maschine mehr, wenn es zum Beispiel um die polizeiliche Arbeit geht, dass dann plötzlich nur noch Maschinen entscheiden, wer verhaftet werden soll und wer nicht, ist doch eine riesige Gefahr. Eine Maschine, die zu viel Macht hat, ist eine Gefahr. Diese Gefahren sind real, dass eben hier nicht mehr der Mensch, nicht mehr der Polizist auf der Straße ist, sondern Maschinen, die eben den Polizisten anleiten, irgendetwas zu tun. Und da kommen wir dann in ein ganz anderes Verhältnis zwischen dem Bürger und dem Staat. Also da stellt sich dann wirklich aber auch die Frage, ob der Bürger, die Bürgerin so etwas noch akzeptiert. Sie werden überwacht. Die Regierung besitzt ein geheimes System, eine Maschine. Sie spioniert sie aus, Tag und Nacht, ohne Unterlass. Die Maschine sieht alles. Gewalttätige Verbrechen, die normale Bürger wie Sie betreffen. Verbrechen, für die sich die Regierung nicht interessiert. Könnte eine Maschine, ein Algorithmus, unsere Freiheiten bedrohen? Wir fahren erneut nach Kalifornien. In der Nähe von San Francisco an der Universität Berkeley werden die neuen Technologien bereits kontrovers diskutiert. Dieser Mathematiker hat die prädiktiven Überwachungsalgorithmen überprüft. Für ihn besteht das Problem darin, dass sie sowohl grob vereinfachend als auch gefährlich sind. Wir übergeben menschliche Expertise, menschliches Urteil und menschliche Arbeit an einen Algorithmus. Aber es ist sehr schwierig, einen Algorithmus zur Verantwortung zu ziehen. Wenn ein Algorithmus aus irgendeinem Grund eine Entscheidung gegen dich fällt, wird es sehr schwierig, dich gegen diesen Algorithmus zu wehren. Wie kann man die Entscheidungen einer Maschine in Frage stellen, wenn sie doch neutral und mathematisch objektiv ist? Der Algorithmus ist wie ein Affe. Wenn ich ihm genug Beispiele gebe, findet er raus, was zu tun ist. Wenn ich dem Affen aber sehr subjektive und voreingenommene Beispiele gebe, etwa gegen gewisse Rassengruppen oder Geschlechter, dann überrascht es nicht, wenn der Affe diese schlechten Gewohnheiten ebenfalls übernimmt. In der Theorie ist die Mathematik neutral, aber im Moment, wo wir sie mit menschlichen Daten und menschlicher Subjektivität anwenden, ist sie überhaupt nicht mehr neutral. Das Problem mit Algorithmen ist das gleiche wie bei einem Kochrezept. Wenn die Zutaten, die wir verwenden, schlecht sind, wird es das Gericht auch sein. In der Stadt Oakland, wenige Kilometer entfernt, ist dieses Risiko sehr real. In der Stadt herrscht viel Gewalt. Die Atmosphäre ist angespannt. Man misstraut der Polizei, die wegen Rassismus, Korruption und exzessiver Gewaltanwendung immer wieder angeklagt wurde. Seit 14 Jahren steht Oakland unter der Aufsicht der Zentralregierung in Washington. Hier gab es einen Aufschrei gegen die prädiktive Polizei. Man hat Angst davor, mit dem Feuer zu spielen. So we've got a police force that for 14 years has not been able to comply with a federal. Wir haben hier eine Polizei, die sich 14 Jahre lang nicht an die Bundesbefehle gehalten hat, was die Bürgerrechtsverletzungen der Vergangenheit betrifft. Es gab einen Strafprozess gegen Beamte der Polizei von Oakland, die Leuten falsche Beweise untergejubelt hatten. Sie hatten sie öffentlich durchsucht und physisch angegriffen. Die Menschen hier erinnern sich daran und daher hat ein Teil unserer Gemeinde eine gut begründete und große Angst vor dem Polizeidepartement von Oakland. Wenn solche Daten die Grundlage des prädiktiven Polizeimodells wären, gäbe es schlechte Schlussfolgerungen und schlechte Vorhersagen, in welchen sensiblen Zonen unsere Polizei intervenieren soll. Mit anderen Worten, der Algorithmus der prädiktiven Polizei wird immer noch dieselben Gegenden und ihre Bewohner stigmatisieren. Die schwarze Gemeinschaft ist besonders abgestempelt. Dieser ehemalige Polizist bestätigt es uns.
Und das ist es, was diese Methode so gefährlich macht. Weil die Begründung der Polizeihierarchie ist, wir sagen nichts über die Rasse, nichts über die Hautfarbe. Es sind nicht wir, die etwas sagen, sondern der Algorithmus. Die Zahlen lügen nicht. Das ist mentale Konditionierung. Einige Polizisten sind sehr intelligent, andere nicht. Aber es gibt diese mentale Konditionierung, zu sagen, hier steht es schwarz auf weiß, es ist wahr, weil es keine menschliche Einwirkung gab. Der Algorithmus hat mir das gesagt, also kann es nicht voreingenommen sein, kann nicht rassistisch sein, weil der Algorithmus nicht rassistisch ist. Auf einem solchen Pulverfass könnte die prädiktive Polizei explosiv wirken. Die Polizei von Oakland aber hat dazu noch keinen Entscheid gefällt. Man will sich hier noch nicht festlegen. Wir alle schauen, wie wir uns verbessern können. Und die Frage ist, kann ein Computer etwas besser als ein Mensch? Und in einigen Fällen kann ein Computer etwas besser als ein Mensch. Und in anderen Fällen kann man die menschliche Komponente nicht ersetzen. Aber jetzt, bis zum heutigen Tag, hat das Polizeidepartement von Oakland noch keine definitive Antwort, was das PredPol, das Predictive Policing, betrifft. Diese Diskussion führen wir immer noch. Dass diese Diskussion noch geführt wird, ist auch Ihr Verdienst. Melkia Cyril, sie ist eine Anführerin der Black Lives Matter-Bewegung. Sie verteidigt die Rechte der schwarzen Gemeinschaft. PredPol war bereits im Budget. Aber unter dem Druck der Aktivisten verzichtete die Polizei darauf. Hier geht es nicht um Fairness, nicht um Gerechtigkeit, nicht um die Reduktion der Kriminalität. Es geht um das Kontrollieren von schwarzen, braunen und armen Leuten. Es ging schon immer darum. Und unter diesen Bedingungen wird Ihnen die Vorhersagetechnologie nur das sagen, was Sie bereits glauben. Ihre Vorurteile bestärken. Egal wie der Kontext ist, das, was Sie glauben, bildet den Datensatz, den Sie der künstlichen Intelligenz eingeben. Es ist ein Algorithmus und jemand muss ihn programmieren. Die Vorurteile des Programmierers werden die Vorurteile der Technologie. Bei PredPol gibt es keine Rasse oder solche Dinge. Es geht um die Lokalisierung. Es gibt also keine Rassenkomponente. Es ist ortsbezogen. Amerikanische Städte sind getrennt durch Rasse. Deshalb resultieren Rassendiskriminierung, Wohnmöglichkeiten und Lebensbedingungen in geografischer Diskriminierung. Es spielt also keine Rolle, ob man identifizierende Rassenmerkmale verwendet. Tatsache ist, dass man sehr oft aufgrund der Wohngegend die Rasse nennen kann. Der Erfinder von PredPol akzeptiert die Kritik. Aber er warnt vor noch größerer Gefahr. Es ist sehr wichtig zu unterscheiden, ob versucht wird, vorherzusagen, wer ein Verbrechen begehen wird oder wann und wo wahrscheinlich ein Verbrechen passieren wird. Das sind radikal verschiedene Ansätze und beide werden aktuell angewendet. Mir geht es um das Wann und Wo. Bei beiden Ansätzen gibt es Bedenken bezüglich der Bürgerrechte, aber das Ausmaß der Besorgnis ist sehr unterschiedlich. Die prädiktive Polizei der Zukunft, die eine Person und nicht mehr nur einen Ort ins Visier nimmt, findet man vielleicht in Mailand. Hier will man das Profil von Dieben mit einem Algorithmus identifizieren. Der Polizist Mario Venturi hat dieses System entwickelt. Hier in diesem Büro verfolgt sein Team die Räuber. Das System heißt Keycrime. Zusammen mit Mathematikern hat Venturi an diesem System gearbeitet, um eine Raubserie in der Stadt Mailand zu stoppen. Das Prinzip besteht darin, die Bilder von Überwachungskameras zu analysieren.
Die Haltung des Räubers, seine Art zu sprechen, zu gehen. Alles zu entschlüsseln, zu kodifizieren und in die Maschine einzugeben. Auf diese Weise wird eine Art Verhaltensprofil des Individuums erstellt. Der Unterschied zwischen anderen Systemen und unserem ist, dass wir uns nicht nur auf die Daten und die Orte konzentrieren, an denen Verbrechen geschehen, sondern auch auf die Personen, die sie begehen. Daher sammeln wir alle Informationen, die mit diesen Individuen verbunden sind. Die Polizei zeigt uns diese Bilder. Die Maschine hatte drei Apotheken lokalisiert, wo der identifizierte Räuber möglicherweise ein Delikt begehen könnte. Zivilpolizisten wurden deshalb vor allen dreien postiert. Sie konnten ihn einfach am Ausgang festnehmen. Die Geschäfte wurden mit Kameras ausgestattet, um vom Keycrime-System profitieren zu können. Wie in dieser Apotheke, die 20 Mal überfallen wurde. Hier ist die Kasse. Und die Kameras sind auf sie ausgerichtet. Denn manchmal wollen die Diebe die Kasse sogar physisch wegtragen. Auf jeden Fall sind sie interessiert an der Kasse. Wenn Sie mir jetzt noch folgen wollen. Schauen Sie, hier ist eine Kamera, die den Eingang der Apotheke abdeckt. Und dort eine weitere für diese Kasse. Weil wir in dieser Apotheke zwei Kassen haben. Hier ist das System für die Aufzeichnungen. Diese in der Apotheke vernetzten Kameras erlauben mir, alles, was passiert, perfekt zu sehen, wenn ich hier hinten bin. Ich fühle mich sehr sicher damit. Ich habe dieses System schon immer unterstützt. Ich muss sagen, es ist quasi perfekt. Das Netzwerk von Kameras hat es beispielsweise möglich gemacht, diesen Raubüberfall in der Apotheke von Frau Racker zu lösen. Für die Mailänder Polizei ist das System effektiv. Es erlaubt viele Serien wie diese zu stoppen. Trotzdem nutzt noch keine andere italienische Stadt Keycrime. Dennoch hat Erfinder Mario Venturi große Pläne. Meine persönliche Ambition als Inhaber des Patents ist, es auch ins Ausland exportieren zu können. Also ein kommerzielles Abenteuer. Das könnte es möglicherweise werden. Aber hier an diesem Ort bin ich Polizist. Man kennt die Projekte des Polizisten, aber nicht die des Geschäftsmannes. Über die Vermarktung und das finanzielle Potenzial von Keycrime erfahren wir nichts. Der Zugriff auf den Algorithmus ist auch Forschern verboten. Dieser Mailänder Kriminologe durfte ihn nicht untersuchen. Es gibt hier zwei Probleme. Einerseits sind das kommerzielle Produkte und wie in allen kommerziellen Bereichen gibt es eine Tendenz zur Geheimhaltung. Ein wenig wie beim Rezept von Coca-Cola. Man versucht es geheim zu halten, weil man nicht will, dass ein Konkurrent es verwenden könnte. Einerseits ist das normal. Andererseits ist das problematisch, so zum Beispiel für Systeme der prädiktiven Polizei. Denn sie sind anfällig für Entscheidungen, die Auswirkungen haben auf die Sicherheit einer Stadt oder einer Region und auf die Bürger selbst. Wer profitiert vom Algorithmus? Fragen zur mangelnden Transparenz und zu möglichen Interessenkonflikten stellen sich nicht nur in Mailand. Jedes Mal, wenn Polizeiarbeit mit kommerziellen Interessen verknüpft wird, haben wir ein Problem. Wenn mehr Polizeiarbeit jemanden zum Milliardär macht, dann werden wir garantiert mehr Kontrolle und Überwachung sehen, ob man sie braucht oder nicht. Das ist genau das Problem. Denn Geld und Profit sind ganz sicher Antrieb für die Hightech-Polizeiarbeit des 21. Jahrhunderts. Die finanziellen Investitionen sind enorm.
Die neuen Technologien versprechen uns, immer mehr Probleme zu lösen. Die Polizei der Zukunft wird in der Lage sein, alle unsere persönlichen Daten zu sammeln. DNA, Augen, Gang, Gesicht, Fingerabdrücke. Aber auch Bankdaten, Krankenakten, Telefongespräche. Das ist die Welt von Big Data. Eine Welt, in der Algorithmen jede unserer Fragen beantworten sollen. Dabei wissen die meisten kaum etwas darüber. Wird bald eine Maschine all unsere Aktionen und Gesten überwachen, so wie in der Serie Person of Interest? Sie werden überwacht. Die Regierung besitzt ein geheimes System, eine Maschine. Sie spioniert sie aus Tag und Nacht, ohne Unterlass. Wir sind noch nicht so weit, wie die meisten Leute denken. Zurzeit ist es ungeheuer schwierig, Dinge vorherzusagen, wie wer ein Verbrechen begehen wird oder wann und wo sie ein Verbrechen begehen werden. Und ich bin nicht sicher, dass es in 5 bis 10 Jahren einfacher sein wird. Es ist sehr kompliziert. Dazu kommt, dass im menschlichen Verhalten ganz viel Zufälligkeit mitspielt. Und ich glaube nicht, dass wir den Faktor der Zufälligkeit jemals so gut in den Griff bekommen werden, wie es nötig wäre, um mit genügend Sicherheit vorhersagen zu können, dass jemand ein Verbrechen begehen wird. Hallo. In Los Angeles gehen diese Polizisten alle mit ihren täglichen Predpol-Karten auf Patrouille. Trotz der Befürchtungen von Bürgerrechtsaktivisten ist man hier davon überzeugt, dass in Zukunft alle Polizeikorps auf die eine oder andere Weise solche Mittel einsetzen werden. Ich sehe keinen Widerspruch. Ich glaube, die Technologie hat die Polizeiarbeit verbessert und die Sicherheit der Leute erhöht. Der Technologie Vorurteile und Voreingenommenheit vorzuwerfen, weil sie uns elektronisch hilft, halte ich für ignorant. Und es würde vielleicht die Leute gefährden, die ich zu beschützen geschworen habe. Auch wenn es keine traditionelle oder menschliche Methode ist. Ich glaube, ich würde meine Pflicht nicht erfüllen, wenn ich sie nicht benutzen würde. Die Auswertung ihrer Wirksamkeit ist auch 4 Jahre nach ihrer Einsetzung weiterhin sehr wichtig. Für mich ist sie ethisch, genau, und sie spart uns sehr viel Zeit. Das Problem ist, dass nur wenige Experten verstehen, wie diese Software funktioniert. Wir stützen uns auf mathematische Formeln. Und für die Polizei ist es nicht immer einfach zu wissen, wem oder worauf man vertrauen kann. Aber in den Straßen von Rampart wird, wie in allen Städten der Welt, der Tagesablauf der Polizisten wahrscheinlich immer etwa gleich aussehen. Es ist notwendig, das Auto zu verlassen, die Leute anzusprechen, zu diskutieren. Kurz, menschlich zu bleiben. Und das wird keine Maschine ersetzen können. Dieser junge Latino wurde gerade in einem von Predpol benannten Gebiet verhaftet. Er ist schuldig, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein und die falsche ethnische Zugehörigkeit zu haben. Mitten im Territorium der Gangs wird er verdächtigt. Seine Schwester verteidigt ihn. Sie schwört, er habe nichts getan. Aber wie kann man gegen die Vorhersage einer Maschine vorgehen? In den Vereinigten Staaten, in der Schweiz oder in Italien ist die Technologie bereits vorhanden. Aber es bestehen große Gesetzeslücken. Es existiert noch kein Gesetz, um sie zu reglementieren. Wie ist nochmal Ihr Name? Und trotzdem, die Polizei von morgen ist heute schon unterwegs.